Makroevolution, mit der Mikroevolution ist Folgendes gemeint. Das sind kleine Veränderungen, die beobachtbar sind und die jeder sehen kann. Diese finden nur in Bezug auf bereits vorhandene Konstruktionen innerhalb von Grundtypen statt. Die Veränderungen finden in der horizontalen Ebene statt. Man muss sich das so vorstellen, eine Mikroevolution ist zum Beispiel, wenn ein Mensch geboren wird, der nur ein Arm hat, aus biologischen Fehlern zum Beispiel. Das ist eine Mikroevolution. Das ist auf der gleichen Ebene, ja, also kein Fehler, also kein Unterschied, es kommt nichts Neues drauf. Dann bezeichnet man das als Mikroevolution. Wenn nichts Neues dabei rauskommt, horizontale Ebene, ist zu beobachten, haben wir tagtäglich. Makroevolution, hier fängt unser Problem ja an, das sind die großen Veränderungen, die nicht beobachtbar sind, laut Darwinisten schon beobachtbar, wenn man 90 Jahre leben würde. Aber für uns normalen Menschen ist das nicht beobachtbar. Was ist damit gemeint? Hier sind Entstehungen neuer, bisher nicht vorhandener Konstruktionen zwischen verschiedenen Arten gemeint. Also nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Vertikale Veränderungen. Das heißt, wenn plötzlich aus einem Hund ein Esel wird. Oder aus einem Mensch ein Alien wird. E.T. mal ausgenommen. Weiß man ja nicht. Charles Darwin, der Gründer, wenn man ihn so bezeichnen darf überhaupt, Gründer der Theorie. Diese Theorie, denn auch er wurde natürlich von anderen beeinflusst, er war ja nicht der Erste, der das erfunden hat. Zum Beispiel sein Großvater, Erasmus Darwin, oder der berühmte Buffon, Lamarck, das waren so die Ersten, die behaupteten, dass sich die Lebewesen ihrem Umfeld anpassen. Ja? Und wenn man schon jetzt wenn man sich anschaut, was die gelebt haben, dann sieht man schon, aha, kurz bevor Darwin geboren wurde. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Darwin von diesen Persönlichkeiten beeinflusst wurde. Eine ganz wichtige Person, die man ja in der Soziologie kennt, ich weiß nicht, ob das in der Biologie so bekannt ist, ist Thomas Malthus. Auf dessen Theorie gehe ich ein, das ist gleich ganz wichtig. Und dann gibt es auch tatsächlich in der islamischen Geschichte jemanden, Al-Janid, wenn man ihn als islamische Geschichte bezeichnen darf, denn das ist immer so fragwürdig. Auch Al-Janid hat in seinem Buch Kitabul Haywan versucht zu beschreiben, dass eine Art Veränderung stattfindet, eine Art Selektion. Es ist nicht die Selektion, die die Darwinisten oder die Evolutionisten meinen. Seit letztes Jahr, glaube ich, oder seit ein, zwei Jahren wird das auch in der muslimischen Welt heftig diskutiert, unter dem Stichwort Muslime und Evolution oder Islam und Evolution, aber da das heute nicht unser Thema ist, werde ich nicht so direkt darauf eingehen. Aber dies sollte nicht verwechselt werden mit der Evolutionstheorie, die Darwin meint. Das ist eine andere, vielleicht haben wir ja Zeit, gehen wir später drauf ein. Ja? Aber nur zur Kenntnis damit, Kitab al-Haywan, wo er die Lebensstufen der Menschen, der Tiere und so weiter mit Anpassung der Umwelt beschreibt. Übrigens, im 20. Jahrhundert hat sich auch der berühmte türkische Gelehrte, İskil İbni Atık Hoca, auch diesem Thema von Kitab al-Haywan genährt. Ja, Lamarck. Ganz wichtige Person für Darwin. Lamarck ging von Notwendigkeiten aus. Demnach fand eine Anpassung an das Umfeld bzw. Umfeld dann statt, wenn es notwendig wurde. Das war Lamarcks Hauptaussage. Die veröffentlichte er in seinem Buch Philosophie zurück, 1809 erschienen, gleichzeitig Geburtsjahr von Darwin. Man kann davon ausgehen, dass Darwin auf jeden Fall von Lamarck, wenn er das Buch nicht gelesen hat, zumindest von den Ideen beeinflusst wurde, weil dies im Umfeld war, in dem Darwin auch gelebt hat. Ja, was ist jetzt Lamarck? Notwendigkeiten, genau. Er sagt, dass etwas sich dann verändert, wenn eine, oder sich anpasst, wenn eine Notwendigkeit entsteht. Ja, das heißt, demnach, vielleicht, ja, das ist ja immer Darwin, oder auch bei Lamarck kommt das vor, immer vielleicht. Das heißt, wenn ich das jetzt 1 Million Mal runterwerfe, könnte es sein, dass sich dieser Stock irgendwann entscheidet auf Notwendigkeit, das tut mir weh, jetzt schwebe ich mal in der Luft. Auf eine Notwendigkeit, die lachen, aber so ungefähr beschreibt das Lamarck tatsächlich in seinem Buch. Kann ich empfehlen, das gibt es auch auf Deutsch, ich weiß jetzt nicht den deutschen Titel. Könnte man vielleicht auch in der Bibliothek finden.
auf Notwendigkeiten würde sich, nur weil das ein paar Mal, paar Millionen Jahre lang stattgefunden hat, eine Änderung stattfinden. Malthus, den habe ich ja eben erwähnt, ja, das ist eine ganz wichtige Person, diese malthusianische Bevölkerungstheorie, die sagt, dass die Beziehung zwischen Mensch, der Bevölkerung und den Nahrungsmitteln besteht. Ja? Mensch, Essen. Menschliche Bevölkerung nimmt schneller zu als die Nahrungsmittel. Was passiert konsequenterweise? Es gibt zu viele Menschen, zu wenig Essen, Hunger, Armut. Es entstehen hungernde Menschen. Aufgrund von Hunger, Armut, Krankheit und Krieg würden diese Menschen sterben. Und es würde ein Gleichgewicht entstehen, weil diese Menschen sterben. Das heißt, er ging davon aus, diese Menschen müssen eigentlich sterben, damit ein Gleichgewicht da ist. Und daraus kann man Darwins Stärke und Überlebens-These auch ableiten. Das ist ganz wichtig in der Verbindung zu Darwin, dass also derartige Philosophien schon zu Zeiten Darwins existierten. Ja, also es war nicht so, dass Darwin irgendwann aufstand und sagte, ey, dieser Kirche, ne, die derzeit ist. Es war ja so, sein Vater wollte ja immer, dass er Pfarrer hat. Und er wollte das ja nicht. Es ist nicht so, dass er dann... Ähnliches gibt. Genau. Also das war nicht so, dass er dann irgendwann aufgestanden hat und gesagt hat, ey, euch zeige ich mal. Jetzt fände ich eine Theorie, die ihr 600 Jahre nicht mehr lösen könnt. Du warst nicht. Ja? Er war beeinflusst von verschiedenen Theorien, die in seinem Umfeld, vor allem in Britannien, also in England, herrschen. Charles Darwin. Er wollte kein Pfarrer werden. Die Schule mochte er sowieso nicht, laut seiner Autobiografie. Was macht er? Schließlich an der Expedition teilzunehmen. 1831 nimmt er an Bord des Schiffes Beagle an einer Expedition teil. Ja, und dort, 5 Jahre dauert das, legt er den Grundstein seiner ganzen Theorie. Ist auch nachzulesen, Voyage of the Beagle, 1839, sind auch da weiß ich nicht, ob es eine deutsche Version davon gibt. Auf Englisch gibt es sie auch hier in der Universität. Da kann man nachlesen, was er für, wie er diese Entdeckungen kombinierte. Dann kann man erst verstehen, also wenn man The Origin of Species von Darwin liest, dann kann man noch nicht so ganz genau verstehen, wie er denn auf diese Gedankengänge kommt. Wenn man den Kontext von diesem Buch kennt, dann weiß man, aha, das ist eine Ableitung. Er hat diese Entdeckung gemacht. Entdeckung? Und die hat er dann kombiniert mit der Theorie später. So, und jetzt kommt den Grundstein seiner Theorie. Bei einem Besuch der Galapagos-Inseln, vor der Küste Ecuador faszinierten ihn bestimmte Pinken, deren, nach seiner Auffassung, verschiedene Schnabelformen das Ergebnis einer Evolution, einer Anpassung an die Umwelt seien. Er entwickelte diese Idee weiter und kam zum Schluss, dass sich die Lebensformen durch Anpassung in den Lebensraum gebildet hatten. Die heutigen Lebewesen seien das Ergebnis von zufälligen Anpassungen. Es ist witzig, wirklich erstaunlich, wie er dies in seinem Buch wiedergibt. Ja, also Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, dass er schreibt zum Beispiel bei den Expeditionen, dass er einen Hund sah. Und dann sagt er, das Fell des Hundes ist anders als das Fell des Hundes, das wir in unserem Dorf hatten. Und dann kombiniert er das weiter und sagt, warum ist das anders? Stellt sich so eine Frage. Und dann sagt er, aha, es muss am Umfeld liegen, an der Umwelt. Auf diese Gedanken kombiniert dann, später kommt als Baustein dann diese Theorie heraus. Und so ist es auch mit den Finken. Er sieht Finken, die einen längeren Schnabel haben und geht davon aus, die haben sich angepasst. Die haben wahrscheinlich 500.000 Jahre kein Wasser getrunken, ging einfach nicht. Und weil sie jetzt hier leben, haben sie einen längeren Schnabel bekommen, damit sie haben sich angepasst. Zufällig. Das ist eine Behauptung. Ja? Dadurch beginnt das. Vor allem mit diesem berühmten Finke beginnt das. Jetzt ist es so, dass Darwin, als er dann zurückkommt,